Die FCB-TV News werden Ihnen präsentiert von bwin. Bis auf wenige Ausnahmen haben die heimstarken Hannoveraner immer gegen die Bayern in den Spielen sehr gut ausgesehen. Doch dieses Mal konnten sie den Bayern bei sich zu Hause kein Bein stellen. Nach dem souveränen 4:0 Auswärtssieg gab es deswegen von Pep Guardiola heute auch für einen Teil der Mannschaft frei. Andere wie Schweinsteiger, Pizarro oder Dante, die absolvierten zusammen mit den Nachwuchstalenten bei strahlendem Sonnenschein die angesetzte Einheit an der Säbener Straße. Ja, und wieder andere, die gingen radeln im Leistungszentrum, wie zum Beispiel Tom Starke, und der genau ist jetzt hier. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke schön. Ich habe mal zusammengezählt, es war dein Liga-Comeback nach genau 302 Tagen. Das Spiel gestern, wie wichtig war es für dich, jetzt endlich mal wieder auch zwischen den Pfosten stehen zu können? Ja, sehr wichtig. Ich meine, klar, ich weiß, was ich kann, bin lange genug dabei, habe auch viele Spiele gemacht, aber nichts kann so ein Spiel vor 50.000 Zuschauern ersetzen, und deswegen es ist schön und auch wichtig, wieder zu spielen. Im April letzten Jahres, da warst du das letzte Mal für die Liga im Einsatz, unter Jupp Heynckes damals noch, hast 1:0 gegen Freiburg gewonnen, jetzt wieder zu 0 gespielt, 4:0. Wie schätzt du selber deine Leistung auch ein? Ja, ich denke, ich habe ein sehr gutes Spiel gemacht gestern, bin direkt von Anfang an richtig gut reingekommen. Und das ist so ein bisschen, ja, das, wo man so ein bisschen befürchtet oder nachdenkt am Anfang, wie kommst du ins Spiel. Das hat super gepasst. Die Mannschaft hat danach, nach den ersten 15 Minuten, auch super reagiert. Wir haben schnell dann auch die Tore geschossen, waren eiskalt und ja, zu 0 gewonnen. Besser geht's nicht. Tatsächlich, besser geht's nicht. So sieht's aus. Gibt es denn Absprachen über weitere Einsätze? Nein, es gibt keine Absprache. Das war ja gestern auch für mich schon ein bisschen mehr überraschend, dass ich da gespielt habe. Aber da gibt es keine Absprache, aber ich bin bereit. Also du nimmst es so, wie es kommt. Ist ja auch nicht schlecht. Wie war denn das auf der Rückfahrt? Habt ihr das nochmal besprochen, dass du jetzt eingesetzt wurdest, wieder im Tor standest? Oder wie habt ihr das ganze Spiel Revue passieren lassen? Ja, natürlich. Wir sind ja zurückgeflogen, haben im Flugzeug. Konnte ich mir natürlich dann auch den einen oder anderen Spruch mal anhören. Ist schön. Was zum Beispiel? Ist so schön, ja, dass man halt im hohen Alter doch noch Leistung bringen kann und solche Sachen. Aber das ist ja eher als Kompliment gemeint, und von daher war es eine gute Heimreise. Genau so ist es. An dieser Stelle von mir auch nochmal Glückwunsch zum 4:0. Danke. Auf, dass es so weitergeht. Dankeschön, Tom, dass du hier warst. Und alle weiteren Infos, die kriegt ihr jetzt noch in unserem Newsflash, und ich sag tschüss. Franck Ribéry eröffnete die Woche vor den anderen im Freien. Der Franzose fühlt sich nach seiner Gesäßoperation immer besser und legt im Aufbauplan. Am Nachmittag zog er dann gar an der Seite von Xherdan Shaqiri eine zweite Einheit durch. Den Frauen misslang der Auftakt in die Bundesliga. Das Tor von Gina Lewandowski reichte nicht. Gegen Turbine Potsdam setzte es eine unglückliche 1:2 Heimniederlage. Die Basketballer glänzen weiter. In der Liga gelang ein 78:70 Erfolg in Tübingen. Es war schon der 20. Sieg im 22. Saisonspiel. Der FC Bayern bleibt weiter Tabellenführer.